der 1942 in einem gestohlenen Fahrzeug der SS aus dem Vernichtungslager Auschwitz entkam, ist tot, wie das Institut für Nationales Gedenken INR mitteilte. Einem Steyr 220 bei der Ausweiskontrolle soll Pichowski die Wachen auf Deutsch angebrüllt haben: Wacht auf! Ihr Wichser, macht das Tor auf oder ich mache euch auf. Es funktionierte. Das Wachpersonal ließ die vier ohne weitere Kontrollen ziehen. Manche Leute erzählen die Geschichte, dass wir, als wir frei waren, Höss eine Postkarte geschickt hätten, um ihm für das Auto zu danken, sagte Pichowski vor einigen Jahren dem INR. Die Wahrheit ist, dass wir so etwas niemals getan haben. Bei sich hatten sie einen Bericht über die Zustände in Auschwitz. Als er auf seiner Flucht versuchte, fasste Pichowski den Plan zu fliehen, ihm und den Mithäftlingen Stanislav Gustav Jaster, Joseph Lempert und Eugenius Bendera gelang es, die Tür zu einem Lagerraum mit SS-Uniformen aufzubrechen. Sie zogen sich diese an,